Herzlich willkommen, Freunde, und ich begrüße euch zu einem weiteren phänomenalen Video über LDOE, denn das Multiplayer-Update rückt näher. Die Alpha-Tester haben schon die neue Version und auch schon Videos drüber rausgebracht. Und wir werden heute mal CDs YouTube, Link in der Videobeschreibung, Video mal abchecken. Wir werden sein Video heute einfach mal analysieren und gucken, was ich vielleicht euch auch dazu noch sagen kann. Und ja, wir beginnen einfach mal mit dem Video. So, hier am Anfang erzählt er noch ein bisschen was. Wir sehen hier am Anfang, haben wir schon eine neue Waffe gesehen, auf die wird im Video leider nicht weiter eingegangen. Aber wir sehen schon mal eine neue Location. Und zwar sehen wir hier einen Transporter mit haufenweise radioaktiven Containern, beziehungsweise diese Fässer, die da auf dem LKW stehen. Und so etwas ähnliches wie ein Überfall. Alle im Schutzradioanzug, die dann euren Namen wissen möchten. Das Ganze wird wahrscheinlich entweder vor der Wand passieren oder im Sektor selbst irgendwie. Leider sieht man nicht viel von der Karte. So, und dann fängt er an, so ein paar Fakten aufzuzählen. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal mit an. Ja, hier haben wir auch schon mal so die ersten Aufgaben, beziehungsweise so die ersten Referenzen. Man muss halt hier angeben, was für ein Charakter man ist, in dem Fall männlich oder weiblich, Brother für männlich, Sister für weiblich. Da wird einem ein bisschen was erklärt, ein bisschen so die Story wird dann einem mit erklärt. Ja, hier kommen dann halt noch so ein paar präparate Fragen, die man dann beantworten sollte, beziehungsweise die man auch nicht umgehen kann. Dann kommt man in die Location zum Krater. Also man hat erst die Location, den Konvoi, da wo man dann überfallen wird von denen oder mehr oder weniger überfallen wird. Dann kommt man zum Krater. Und ihr seht auch unten rechts Version 1.16.3, das ist dann wohl das nächste Update. Und hier in diesem Krater, wo man sich dann befindet, gibt es halt die Möglichkeiten, auch diese Werkbänke nicht selbst zu bauen, sondern man muss die dann auch wieder irgendwie eintauschen. Das ist wieder so ein Tauschsystem. Ja, die Werkbänke muss man dann auch wieder zusammenbauen, das kennt man ja bereits schon aus dem Sektor. Und dann gibt es hier auch noch so ähnlich wie bei den Raidern solche Aufgaben, die man erledigen kann. Für die bekommt man dann gewisse Belohnungen. Was genau für Belohnungen das sind, weiß ich gerade nicht. Hier bei diesem Charakter kann man einmal selbst sein Zeug einlagern und das vom Clan. Dann gibt es hier noch einen weiteren Charakter, das war der gerade eben für einmal die Werkbänke. Und hier kann man dann zu den jeweiligen Locations, ihr seht, er befindet sich gerade im Krater. Und man kann zu den Crossroads, zu der alten Mine oder zum Container. Und unten sieht man dann den Loot, der da war. Und jetzt müssen wir mal schnell Pause machen. Und zwar ist hier eine sehr interessante Sache. Und zwar der Buggy für den Sektor 7. Oh mein Gott. Dieses Fahrzeug ist einfach schon unfassbar alt. Wirklich, ich weiß noch damals, ich habe ein Video drüber gemacht, ich war richtig gehypt, ich habe mich richtig gefreut. Dann kam das Sektor Sigma Update und er war nicht dabei. Also der Buggy, das ist wirklich ein uraltes Video. Wenn ich es finde, dann wird es sicherlich auch bei dem i verlinkt werden. Aber er ist hier zu sehen. Ich sage euch eins, er wird mit Sicherheit nicht zu fahren sein. Jetzt noch nicht. Ob es in Zukunft was wird, könnte eventuell möglich sein. Eine Rolle wird er sicherlich spielen, sonst würde man ihn nicht dort umsonst hinstellen. Und wir haben auch wieder eine Art Motocross, eine Art Harley. Ein Chopper steht dort auch noch. Ja, vielleicht kann man die Fahrzeuge auch mit in den Sektor nehmen. Dann haben wir auch eine interessante, wieder so eine interessante Location. Ich glaube, er geht gar nicht in den Inventar rein. Genau, in das Inventar, sorry. Und zwar kann man hier wahrscheinlich, zumindest sieht es so aus, entweder einen parallelen Chopper zusammenbauen oder den, den man selbst hat, auch wieder pimpen. Weil hier steht Auto Service und davor ist halt ein Motorcycle mit, ja, also es sieht ganz danach aus, als ob man dort sein Motorrad entweder pimpen kann oder reparieren kann, je nachdem. Zumindest erweckt es den Anschein, als ob man in den Locations auch mit den Fahrzeugen hin kann. Bisher weiß man noch nicht viel rüber. Ich kann jetzt nur das sagen, was ich hier sehe.
Dann hat man hier auch wieder ein paar Läden. Das ist das, was man bei dem Sneak Peek gesehen hat. Die sind bisher alle geschlossen. Wahrscheinlich wird es auch wieder so ein Handelssystem sein, so ein Tauschsystem, wie man das vom Händler kennt. Die Frage ist nur, ist es eins von NPCs oder ist es hier tatsächlich möglich, dass man unter Clans eventuell auch Sachen verhandeln kann, tauschen kann? Das wäre auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil, vor allem für größere Clan-Gruppen wie zum Beispiel Asylum. Da wäre es echt eine praktische Angelegenheit, dort, wenn man dort auch wirklich gezielt handeln kann. Wenn es natürlich Zufallshandel sind oder von NPCs, dann ist natürlich auch wieder Nachteil. Ansonsten sieht man hier auch wieder so eine Art wie bei dem Radio, was wir aus unserer Base kennen. Wahrscheinlich kann man sich hier bestimmte Quests abrufen und dann diese Quests erledigen und bekommt dafür dann sicherlich auch einige Belohnungen. Ansonsten, ja, hat man hier so sein, es ist ein Postfach, so wie es aussieht. Also es ist eine Art Inbox, wie man es jetzt halt schon kennt, nur halt für Nachrichten. Dann ist er jetzt hier in einer Location. Das ist, glaube ich, der Konvoi. Sieht jetzt nicht aus wie eine Location vom Sektor. Deswegen wird das sicher auch die Location sein, wo man am Anfang überfallen wurde. Da hat er auch die neue Waffe. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob er die benutzt. Ich habe nur kurz in das Video reingeschnuppert. Deswegen, ja gut, das ist einfach nur nochmal so ein Flashback von gerade eben. Ja, da muss man halt seinen Namen angeben oder sollte man seinen Namen eingeben für den Sektor. Der wird dann auch, kann erst alle 30 Tage geändert werden, steht auch mit drunter. Und ansonsten, wir gucken mal weiter. Genau, das hatten wir hier schon, das in seiner Base. Ja, hier gibt es dann auch wieder die Locations. Man braucht Energie. Jetzt ist die Frage, ist die Energie die gleiche, die man auch vor dem Sektor benutzt, oder ist es eine parallele Energie? Kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Zumindest sieht es ganz so aus, als ob es eine Extra-Energie wäre. Ich hoffe wirklich, dass es so ist. Das wäre auf jeden Fall zum Vorteil. Aber wenn es nicht so ist, ja, vielleicht wird ja irgendwann auch die Möglichkeit sein, dass man zwei verschiedene Parallelen an Energie hat. Einmal für den Sektor und einmal für das normale Gebiet vor dem Sektor. So, dann dürfen wir hier einmal einen Blick in die Crossroads reinwerfen. Zumindest wird uns hier jetzt ein bisschen was von Sidi gezeigt. Unten sind die Gegenstände, die dort gefunden werden können. Also hier die Erkunderjacke, haufenweise Waffen, Adrenalinspritzen oder was das war. Antibiotikum war das, glaube ich. Essen, Verbände, Brechstange, Schusswaffen. Also der Loot ist auf jeden Fall köstlich. Zumindest was man hier sieht, natürlich wird da auch wieder Seile, Stoff oder was weiß ich, Holz oder was weiß ich, was man da alles finden kann. Ja, hier haben wir dann wieder diesen toxischen Spucker, diesen, ja, den kennt man eigentlich auch schon üblicherweise, wenn man im Sektor ist. Und hier war gerade eine ganz interessante Sache, die habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. Wir schauen mal kurz nochmal zurück und analysieren das nochmal kurz. Das ist, denke ich mal, eine ganz, ganz interessante Sache, wenn man hier auch neue Kleidungsartikel sehen kann. Ach Leute, jetzt bin ich wieder zu blöd gewesen. Sorry, jetzt müssen wir es uns nochmal angucken. Hier. Also, was haben wir hier? Auch wieder ein paar neue Kleidungsstücke. Es sieht auf jeden Fall so ähnlich aus wie die, die wir schon vor dem Sektor zusammenbauen können. Diese normal, das Hemd, die Hose da, die Sneakers und dann eben das Ganze auch nochmal verstärkt mit Leder. Also haben wir hier auch wieder ein Verbesserungssystem für Kleidungsstücke. Eventuell kann man damit sicherlich auch ein bisschen was an kaputte Kleidung einsparen, damit man die nicht wegwirft, sondern kann die dann wahrscheinlich auch dort in mehr oder weniger in dem Sinne reparieren und zu neuer Kleidung verarbeiten. Ja, hier haben wir dann auch noch ein Auto, was wir looten können, beziehungsweise gibt es jetzt auch neue Möglichkeiten, was zu looten. Wir haben hier auch wieder diesen Blähblubber aus dem Sektor, den kennt man üblicherweise auch schon. Jetzt ist nur die Frage, kann man hier auch, also ich gehe mal davon aus, es ist Sektor 7, deswegen wird man hier sicherlich auch in Gruppen hingehen können, sicher wieder zu dritt. Und es gibt auf jeden Fall viele neue Gegenstände, viele neue Locations, wie zum Beispiel die Autos. Wir sehen hier auch wieder die Animation von der Tankstelle, die es damals gab. Da hat man dann auch die Alarmanlage ausgelöst und dann kam die Zombie-Welle. Und da war auch gerade ein neuer Zombie mit dabei. Das heißt, wir dürfen auch in diesem Update wieder neue Zombies begrüßen. Das sorgt wenigstens für Abwechslung, finde ich schon mal eine gute Sache, dass man auch wieder an den Gegnern ein bisschen arbeitet und
halt ein paar neue Gegner hinzufügt, finde ich schon mal ein guter Aspekt für das Update. Ja, ansonsten, es hängt natürlich wieder ein bisschen, kleines bisschen hinterher im Sektor, aber das liegt, denke ich mal, daran, weil es halt ein Multiplayer-Spiel ist. Ja, man hat das System allerdings noch nicht geändert, was das mit dem Essen angeht. Ich weiß nicht, ob es mit den Verbänden geändert wurde. Ich hoffe wirklich, dass man die Verbände jetzt wieder mit einem Mal einlösen kann und nicht, dass der Balken langsam hochläuft. Das ist echt die Hölle im Sektor. Das ist genau wie mit der Horde und mit dem Sturm. Fand ich beides nicht so toll. Auf jeden Fall ist die Strahlung hier aus der Zone weg. Man kann hier auch normal Pflanzenfaser, Holz und wahrscheinlich auch Stein sammeln. Genau, man kann sich ja wieder einen Rucksack bauen. Und ansonsten, ja, geht euch jetzt noch weiter drauf ein. Hier sind wir dann wieder im Krater. Einige Aufgaben kann man dann hier auch, entweder man erledigt sie oder man kann sie auch überspringen, skippen für ein paar Münzen. Und ansonsten hat man hier auch wieder die Möglichkeit, als Clan etwas unterzubringen. Wie viel das ist, kann man momentan noch nicht sehen. Aber ich denke, das werden wir auch demnächst herausfinden. Und ansonsten, so viel ist hier tatsächlich jetzt auch nicht mehr zu erwähnen. Außer, dass in der Homebase jemand auf deinem Pickup-Truck sitzt. Ich weiß nicht, das wird sicherlich so der Charakter sein, der uns dann zum Konvoi bringen kann. Ich wette, dass das Update, dass der Konvoi selbst nicht von einmal aufploppen wird, sondern man sicherlich, wie bei so einem Welpen war das damals, den musste man antippen, dann ist er auf die Karte gerannt und dann hat man ein Event gekriegt. Ja, wie auch immer, so in etwa wird es dann ungefähr auch hier sein, mit diesem Charakter, der auf dem Pickup-Truck sitzt, dass der uns dann ermöglicht, zu diesem Konvoi zu kommen, und durch diesen Konvoi können wir dann zum Sektor. Zumindest vermute ich es. Ihr könnt gerne mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Leider bin ich selbst kein Alpha-Tester, deswegen kann ich es nur über sie dieses Video machen. By the way, es ist übrigens abgesprochen, also alles schön. Deswegen, mich interessiert wirklich, was ihr dazu sagt. Freut ihr euch auf das Update? Also meine persönliche Meinung, ich freue mich definitiv. Es ist, denke ich mal, wieder auch Zeit geworden, dass der Sektor bearbeitet wird. Und ich bin echt gespannt. Und es gibt ja noch viel, was wir nicht gesehen haben. Deswegen lasse ich mich auch gerne noch ein bisschen überraschen, was dann uns die nächsten Tage erwartet. Und noch eine kleine Sache, bevor ich das Video beende. Es wird sicherlich die Frage aufkommen, wann das Update kommt. Mittlerweile haben wir erstmal noch die Season 5. Ich bin der Meinung, danach wird ein paar Tage Pause sein. Und ich gehe mal davon aus, Anfang März, da sind wir gut. So vom 1. bis zum 10. März wird dann eventuell das Sektor 7 Update kommen. Gehe ich mal davon aus, so in der Drehe. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann werdet ihr auf jeden Fall auf meinem Kanal informiert. Also auch an der Stelle lasst ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.